herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Ja, heute habe ich wieder ein interessantes Thema für euch. Und zwar das Thema Entsaften mit dem Thermomix. Früher war das ja so, dass man das Körbchen benutzt hat. Dann hat man ein Schüsselchen reingestellt, Varoma oben drauf. Und dann ging der Entsaftungsprozess los. Zwischendurch immer wieder absetzen, gucken, ist das Schüsselchen voll. Dann das volle Schüsselchen umgießen, sich eventuell noch die Flossen verbrennen. Also fand ich sehr, sehr umständlich. Und dann kam ein neues Tool raus, was ich mir dann auch zugelegt hatte. Und seitdem entsafte ich, was das Zeug hält, total unkompliziert. Muss nicht stundenlang dabei sein in der Küche, muss nichts umgießen. Also es ist wirklich super, super einfach. Und ich hatte dieses Video ja schon mal gedreht. Und jetzt, wo ich nach dem Entsafter-Video gefragt worden bin, wollte ich eigentlich nur den Link weiterschicken. Da habe ich mir das mal angeguckt und dachte mir, ah. Das war zu meinen Anfängerzeiten und da war ich noch so stocksteif, als hätte ich einen Besenstiel verschluckt und habe mich dazu entschlossen, das Ganze nochmal neu zu verfilmen, auch weil ich euch bessere Tipps jetzt geben kann, als ich das früher konnte. Und dann wollen wir einfach mal zu dem Tool runtergehen und ich mache heute mit euch Erdbeeren, also ich entsafte Erdbeeren mit euch für Erdbeerschorle. Super lecker. Dann mal los. Für das Entsaften von den Erdbeeren brauchen wir natürlich Erdbeeren. Davon habe ich jetzt hier ein Kilo mal genommen. Und zwar habe ich jetzt gefrorene genommen. Natürlich kann man das mit frischen Erdbeeren machen, aber ich wollte jetzt wirklich euch mal den Härtefall zeigen und nehme gefrorenes Obst, einfach nur um euch zu zeigen, dass es damit ganz genauso gut geht. Dann habe ich eine Literflasche hier, die habe ich sterilisiert. Sterilisieren grundsätzlich heißes, kochendes, nicht heißes, sondern kochendes Wasser in die Flasche geben und über den Rand laufen lassen, 5 Minuten stehen lassen und dann ist die wunderbar steril. Das gleiche mache ich auch mit dem Deckelchen. Ne? Sauberes Arbeiten, wenn ihr Saft produzieren wollt in größeren Mengen und ihr wollt, dass der wirklich auch lange haltbar ist und euch nicht irgendwie anfängt zu schimmeln, ist also sterilisierender Flaschen unabdingbar. Dann braucht ihr natürlich euren Varoma-Behälter und am besten diesen Dampfkamin. Dann bleiben nämlich automatisch Schlitze frei und ihr müsst euch da keine Gedanken machen. Ja, und dann geht's zu unserem Produkt, diesen Entsafter. Der kommt in einem nachhaltigen, recycelbaren Verpackung. Ist ohne Abfallprodukte hergestellt. Also das ist wirklich medizinische Qualität und kommt mit so einem Silikonschlauch. Den Silikonschlauch, den drehe ich drauf und den drehe ich auch wieder ab, wenn ich ihn entferne. Ja, also leicht ziehen und dabei drehen, also nicht einfach nur so ziehen, weil dann könnte das Material eventuell Schaden nehmen. So, und das alles habe ich mir aufgeschrieben, ist BPA-frei und Spülmaschinen geeignet. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr fertig entsaftet habt, dann spüle ich das zuerst einmal mit Wasser aus, damit sich hier im Schlauch nichts festsetzen kann. Ja? Und dann warte ich, bis der Schlauch abgekühlt ist. Wenn ihr den nämlich heiß rausdreht und abzieht, habe ich die Befürchtung, dass sich das Material verziehen könnte. Deswegen, ich gehe das Risiko gar nicht ein. Ich spüle das kurz mit klarem Wasser aus, warte, bis das abgekühlt ist, drehe es mit leichtem Zug ab und stecke das halt alles in die Spülmaschine. Das ist also durchaus Spülmaschinen geeignet. Das passt, ist passend für TM6, TM5, TM31 und den Friend. Da müsst ihr euch überhaupt gar keine Gedanken machen. Passt auf alles drauf. Ihr könnt 2 Kilogramm maximal auf einmal entsaften. Das ist kein Problem bei keinem Obst. Größeres Obst einfach ein- oder zweimal durchschneiden. Aber bei Äpfeln müsst ihr aufpassen. Äpfel ist so eine Sache. Es kommt immer auf die Sorte an. Das kann ein Reinfall werden und kann super lecker werden. Aber Äpfel entsafte ich anders. Aber das kommt ein anderes Mal vielleicht. Das hat ja jetzt hier mit dem Thermomix an sich nichts zu tun. Aber vielleicht verfilme ich auch mal, wie ich eigentlich den Apfelsaft mache. So, jetzt geht's zuerst einmal daran, dass wir 2 Liter Wasser in unseren Mixtopf geben.
Ich mache direkt heißes Wasser aus dem Wasserhahn rein, weil ja, dann braucht der nicht so lange, bis er das ganze Wasser erhitzt hat, gell? Dann fülle ich meine Früchte in den Varoma ein. Verteile die ganz gut. Deckel aufsetzen. Und dann stelle ich dieses Teil einfach hier oben rein und drücke das ein bisschen an. Also das liegt locker auf, weil das Gewicht hiervon drückt das Ganze ja runter. So, jetzt stelle ich das, muss das so aufbauen, dass die Kamera trotzdem das Display sieht. Einfach den Schlauch hier reinstecken und dann stellt ihr das auf Maximum, das sind 99 Minuten, auf Varoma und dann stellt ihr es ein auf die Stufe 1. Ihr werdet merken, irgendwann kommt kein Saft mehr und dann könnt ihr das Programm auch vorzeitig beenden. Also ihr müsst es nicht trotzdem 99 Minuten durchlaufen lassen, sondern wenn der jetzt zum Beispiel nur 60 oder 70 Minuten braucht und es kommt kein Saft mehr raus, dann könnt ihr das Programm ruhig abschalten. Ich habe euch jetzt mal so eine Zewa-Rolle dahinter gestellt und ein Blatt weißes Papier drunter gelegt, weil dann kann man das besser sehen, wie viel schon eingeflossen ist. Und schaut mal, ja, ist doch eine tolle Farbe und wir sind jetzt bei 82 Minuten. Jetzt sind wir bei 70 Minuten angelangt. Sieht doch schon richtig gut aus, oder? Jetzt sind wir bei 58 Minuten gleich angelangt. Und es läuft immer noch richtig gut runter. Also die Saftausbeute von einem Kilo wird wahrscheinlich ein Liter sein. Mal schauen. So, ihr Lieben, fertig ist es. Und zwar hätte ich jetzt noch 45 Minuten übrig. Aber weil halt Erdbeeren oder Himbeeren weiches Obst sind, sind die natürlich schneller entsaftet als hartschaliges Obst, wie zum Beispiel Trauben oder Heidelbeeren oder Johannisbeeren. Die brauchen halt ein bisschen länger. Aber schaut mal, das ist meine Saftausbeute. Von einem Kilo Erdbeeren habe ich einen Liter, ja, vielleicht sogar ein paar Millimeter mehr Erdbeersaft bekommen. Jetzt kann man den natürlich einfach so in Sprudelwasser machen. Ihr könnt ihn auch weiterverarbeiten zu Gelee oder einkochen zum Sirup. Das ist jetzt vollkommen euch überlassen. Wir holen uns jetzt mal den Varoma runter, damit ihr das mal sehen könnt, wie die Erdbeeren aussehen. Manche sagen, ja, kann man dann die nicht weiterverwenden? Ich hole euch mal näher ran. Wie ihr seht, ne, das war ja bis hier oben voll, da ist wirklich nicht viel übrig geblieben. Und das, was übrig geblieben ist, das ist farblos und schleimig und da sind auch keine, ist auch kein Geschmack mehr drin. Das will man auch ganz ehrlich nicht wirklich essen. Gell? Also, so sieht das jetzt aus. Und das kommt nachher in die Biotonne. Und das hier, das spüle ich gerade mit klarem Wasser aus. Ja. Und warte, bis der Schlauch abgekühlt ist. Und dann kann ich den abziehen. Und dieses Teil stecke ich dann einfach in die Spülmaschine. Es ist doch schon mal die Frage aufgekommen. Ja, aber ist das dann nicht so verwässert, dieser Saft? Weil da sind ja 2 Liter Wasser drin. Aber nein, schaut mal, ich zeige euch das mal, wie viel da noch drin ist, ja. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen, das waren jetzt knapp, ja, ich würde sagen 600 Milliliter, die da jetzt verdampft wurden, die durch die Früchte durchgezogen sind. Also dieser Saft hier ist wirklich absolut genial. Macht ihn euch einfach nach.
Jetzt zum Thema Konservieren. Ist leichter als gedacht. Ihr heizt euren Backofen vor auf 90 Grad und schiebt dabei die Fettpfanne, die ist ja so etwas tiefer, die schiebt ihr unten auf die letzte Schiene, ja, auf die unterste Schiene. Wenn das gut aufgeheizt ist, ungefähr 15 Minuten oder sowas braucht ihr, so mache ich es jedenfalls, dann legt ihr ein nasses Küchenhandtuch, ich mache das immer mit warmem Wasser, das lege ich dann unten in das Backblech rein und setze dann meine Flaschen so, dass sie sich nicht berühren, das ist ganz, ganz wichtig, sonst platzen die, so dass sie sich nicht berühren, auf das Backblech drauf. Dann nehme ich heißes Wasser, ja, das sollte am besten schon kochen, das gieße ich ganz vorsichtig, nehmt euch Zeit dafür, in die Fettpfanne rein, so dass 2 cm Wasser drin sind. Dann schließe ich einfach die Ofentür und vergesst die Flaschen für ungefähr 60 bis 90 Minuten. Und ihr seht das, also wenn die Flaschen heiß werden, wenn kleine Bläschen nach oben kommen, dann ist es auch konserviert. So. Dann allerdings die Ofentür bitte, bitte nicht öffnen. Auch zwischendurch nicht, um zu gucken oder so. Macht es nicht, weil das kann dann echt schief gehen. Sondern ihr lasst die Ofentür geschlossen, ihr schaltet euren Ofen aus und lasst die Ofentür geschlossen für mindestens 30 Minuten. Gerne auch eine Stunde. Ja? Und dann kühlt sich nämlich die Temperatur innen drinnen langsam ab. Und wenn ihr dann die Ofentür aufmacht, dann springen euch die Flaschen nicht. Ja? Und dann könnt ihr sie rausholen. Bitte nicht auf eine kalte Oberfläche stellen. Nehmt am besten ein Holzbrett oder legt ein Handtuch auf die Ablagefläche. Und dann stellt ihr eure Flaschen drauf und lasst sie komplett abkühlen. Und dann halten die mindestens ein Jahr. Ich hoffe, diese Tipps waren jetzt alle praktisch für euch. Und ihr seid neugierig geworden auf das Entsaften. Während der hier entsaftet habe, habe ich meine Wäsche weggebügelt. Also das ist sowas von schön. Ehrlich. Ne? Außer wenn ihr jetzt direkt 2 Kilogramm Obst verarbeitet, dann müsst ihr zwischendurch schon die Flasche wechseln, weil klar, ist ja mehr Masse, ne? Müsst ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten total easy. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und hoffe, ihr habt auch so tolle Ergebnisse, wie ich es habe. Und bleibt neugierig und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dann, eure Claudia. Ciao!